Olympique und City schocken Juve und Real. Lewandowski muss aussetzen. Und wir haben die Gewinner der VIP-Pakete für Hertha gegen Bremen. Das sind Themen des Tages. Mein Name ist Flo. Los geht's. Champions League gestern Abend und es ist einiges passiert. Real Madrid gegen Manchester City 1:2. Kroos sitzt 90 Minuten auf der Bank, warum auch immer. Ich kann es mir nicht erklären, das weiß nur Zidane, warum er das gemacht hat. Rot für Ramos für eine Notbremse. Ja, okay, vielleicht ein bisschen strittig. Und am Ende eben auch noch ein Elfmeter, den Kevin De Bruyne nach seiner Vorlage auch noch perfekt reinmacht. So ist es ein Auswärtssieg für City und die Sky Blues haben jetzt einen enormen Vorteil für das Rückspiel. Und auch Ronaldo konnte sich nicht gegen die Übermacht Olympique Lyon wehren. 1:0 ist das Ganze ausgegangen. Siegtorschütze ist ein gewisser Lucas Toussaint und der wäre doch wirklich mal was für einen Big City Club, oder? Heute Abend geht es dann in die Euroleague und alle deutschen Mannschaften sind im Vorteil. Alle haben die Hinspiele gewonnen. Frankfurt ein bisschen komfortabler als Leverkusen und Wolfsburg. Die müssen ein bisschen aufpassen mit den Auswärtsgegentoren, die sie bekommen haben. Aber ansonsten dürfte das eigentlich ein relativ erfolgreicher Abend für die deutschen Mannschaften werden. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Nach dem Spiel gegen den FC Chelsea muss ja Kingsley Coman schon ein bisschen aussetzen. Das ist aber eher nur eine kleine Zerrung. Darüber habe ich ja gestern schon berichtet. Hiobs Botschaft für den FC Bayern kam aber gestern, denn Robert Lewandowski wird die nächsten 4 Wochen ausfallen mit einem Anbruch der linken Schienbeinkante. Anbruch der Schienbeinkante im linken Knie. So rum. Und deshalb muss der FC Bayern jetzt eben 4 Wochen, einen ganzen Monat auf Robert Lewandowski verzichten. Aber es gibt nicht nur schlechte Nachrichten in München, denn es soll eine Vertragsverlängerung geben und zwar die von Alphonso Davies. Der 19-Jährige ist ja noch bis 2023 an den FC Bayern gebunden und dieser Vertrag soll jetzt bis 2025 verlängert werden mit besseren Konditionen, um einfach die Leistungen des jungen Kanadiers zu würdigen. Borussia Dortmund hat einen Kader voller unfassbar guter Talente. Giovanni Reyna ist eins davon. Der 17-Jährige wurde jetzt zur USA-Nationalmannschaft eingeladen. Und zwar nicht zur U17 wie bisher immer, sondern zur A-Nationalmannschaft für 2 Freundschaftsspiele. Für die Freundschaftsspiele Ende März gegen die Niederlande und gegen Wales wird er also zum US-Kader gehören. Das ist ziemlich schlau von den Verantwortlichen, denn er wäre auch noch für 3 andere Länder spielberechtigt. Und zwar Argentinien, Portugal und auch England. Argentinien und Portugal, weil seine Großeltern daherkommen und England, weil er dort geboren ist. Und ganz ehrlich, wenn ich die Wahl hätte zwischen USA, England, Portugal und Argentinien, dann wäre USA tatsächlich meine letzte Wahl. Das Mittelfeld von RB Leipzig ist gespickt mit krassen Talenten und richtig guten Spielern. Christopher Nkunku, Dani Olmo, Marcel Sabitzer, Konrad Leimer und so weiter und so fort. Richtig krasse Spieler. Und natürlich gibt es da auch Leute, die dann erstmal außen vor sind, wie zum Beispiel Emil Forsberg. Der konnte in 8 Spielen in 2020 98 Minuten gerade mal absolvieren. Es läuft nicht gut, gestand der 28-Jährige der Sportbild und machte zugleich klar, ich muss mich nicht mehr beweisen. Ich habe einen Vertrag, aber jeder weiß, dass ich davon träume, nochmal in einer anderen Liga zu spielen. Diese Liga soll Medienberichten zufolge die Premier League sein und es gibt schon einige Interessenten, unter anderem Tottenham, Leicester und auch Everton. Und ganz ehrlich, Emil Forsberg ist ein geiler Kicker, der ist zu schade, um auf der Bank von RB zu versauern. Deshalb ab in die Premier League für 20 bis 30 Millionen und dann darf er da nochmal seinen Karriereabend beenden. Und nochmal ganz kurz eingeschoben, weil es heute Morgen Thema bei uns im Büro war und es geupdatet wurde, das neue Barcelona-Heimtrikot für die Saison 2021. Und ganz ehrlich, ich finde es richtig geil. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es so findet, denn Geschmäcker gehen ja bekanntlich immer mal ein bisschen auseinander, besonders bei Trikots, das habe ich schon schmerzlich mitbekommen müssen. Aber wie gesagt, alles unten in die Kommentare, wie ihr das so findet. Am Montag konnten wir euch ja zusammen mit unseren Freunden von Hyundai ein richtig geiles Gewinnspiel präsentieren. 3 VIP-Pakete mit jeweils 4 VIP-Karten für das Spiel Hertha BSC gegen Werder Bremen. Und dazu noch An- und Abreise und Übernachtung. Richtig geiles Paket also und die Gewinner davon sind Julian Böckholt, Sascha Wernicke und Vitali Lehnweber. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner, viel Spaß in Berlin und auch wenn es nur Hertha gegen Bremen ist, werdet ihr im VIP-Bereich doch ziemlich verwöhnt werden. Und jetzt seid ihr draußen gefragt, schreibt unten in die Kommentare alle eure Meinungen zu den ganzen Themen, die heute so dran waren. Das war's für heute, hier findet ihr noch 2 andere Videos, schaut euch gerne an, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dann.